WDR 2. Stichtag. Ich glaube, eine Frage bewegt uns jetzt alle. Wie viel Brutalität muss in den Leuten bereits angestaut sein, wenn sie solch Spiel im Ernst für möglich halten? Dass derart viele Zuschauer damals am 18. Oktober 1970 das Ganze für bare Münze nehmen würden. Und gefragt haben, wie lang ist die Todesspirale wirklich? Das ist hier die Frage. Dabei war das Millionenspiel vorerst eine Persiflage auf amerikanische Verhältnisse. Herzlich willkommen zur 15. Folge des Millionenspiels. Vor laufender Kamera ließ sich der Spielkandidat Bernhard Lotz von einer Bande entschlossener Killer jagen. Es geht um 1 Million Mark. Dieter Thomas Heck spielt sich in der Rolle des Showmasters perfekt selbst. Als Thilo Uhlenhorst führte er durch die Sendung. Bitte Ballett! Didi Hallervorden gibt den Chef der Bande. Also die Leute haben es ernst genommen, das war für mich eigentlich erstaunlich. Wie glauben Sie, wird der Bernhard Lotz am Ende abschneiden? Ich dachte, der Lotz wäre schon längst tot. Nein, er bewegt sich! Vertraglich verpflichtet, auf der Flucht vor den Häschern mit 24 Fernsehkameras möglichst ständig Kontakt zu halten. Wenn er sich am Fenster zeigt, ist aus. Dann wird er sofort abgeknallt. Dann ist er wenigstens im Bild. Wir hoffen, im Laufe des Abends ein gutes Showdown Ihnen zu servieren. Mit einer Zielscheibe dahinter treffe ich ihn. Toi, 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 meine Herren. Das Millionenspiel ist ein Stück konkrete Utopie. Das ein Stück Fernsehgeschichte werden sollte. Von Regisseur Tom Tölle actionreich in Szene gesetzt. Ich hoffe, dass Sie es mir verzeihen, dass ich an dieser Stelle nichts verraten kann. Ich kann es ganz einfach nicht. Denn es geht um Quoten. Vielleicht komme ich doch noch hier weg. Licht durch den Keller sind keine Kameras. Sollte der Kandidat vorzeitig den Tod finden, erwartet sie ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm. Ein aus heutiger Sicht fast visionäres Drehbuch. Und das Jahre vor der Einführung des kommerziellen Fernsehens. Und ich hoffe sehr, dass er gewinnt. Wenn er schon draufgehen muss, locken Sie ihn wenigstens ans Fenster. Denken Sie an den Vertrag, Lotz. Die Million ist jetzt in greifbare Nähe gerückt. Bernhard Lotz muss den Showdown vor dem Studiopublikum bestehen. War es ein Streifschuss, war es ein echter Schuss? Lotz wird angeschossen, aber lebend auf einer Bahre vorgeführt. Volkes Stimme war im Allgemeinen, Mensch, wenn du schon mitmachst, warum hast du denn nicht getroffen und wie viel Geld gibt's denn für sowas? Hunderte von Anrufern beim WDR merkten nicht, dass hier Satire vorlag. Die wir etwas übertrieben, überspitzt und in die Zukunft verlängert haben. Tom Tölle und Wolfgang Menge haben damals das Drehbuch geschrieben. In dem der Quote sogar Menschenleben geopfert werden. Live. Die meisten Anrufer sind empört. Aber es fehlten auch nicht die Möchtegern-Kandidaten als Gejagter oder als Killer. Würde Ihnen das nichts ausmachen, auf Menschen zu schießen? Im Prinzip nein. Da ist mir klar geworden, wie manipulierfähig Menschen sind. Seinen Mördern winkten bei Erfolg immerhin 20.000 Mark pro Jagd- und Sendetag. Sie würden also grundsätzlich auch nicht gegen Mord sein? Gegen Mord schon. Wenn Quote das einzige Regulativ für Fernsehprogramm ist, dann kommt sowas dabei raus. Das ist ganz logisch. Aber das, was Sie in einem solchen Spiel machen würden, wäre doch Mord. Ja, das gehört ja zum Spiel. Und Sie haben bei der Wiederholung, haben sich dann auch welche gemeldet? Und haben gesagt, wir wissen, dass es noch nicht stattfindet, aber merken Sie uns mal vor, falls sowas kommt. Was möchten Sie unseren Zuschauern zu Hause sagen? Wir hoffen, dass den Zuschauern in Zukunft bei ähnlichen Sendungen etwas die Freude vergehen wird. Das ist hier die Frage. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.